So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend ist auch die Raid-Stunde 18 bis 19 Uhr. Wir machen wieder die Raid-Mania draus, die langsam ausstirbt. Seit der Fan-Raid-Begrenzung können mich ja nur noch 5 Leute einladen. Nur noch 5 Leute können Raid-Mania-Punkte verdienen. Das heißt, nach 20 Minuten spätestens ist die Raid-Mania tot, Geschichte aus. Wir können gar nichts mehr machen, wo wir sonst immer 1,5 Stunden Action, Spielspaß und Spannung hatten. Aber dank der Gentik ist wohl der Hashtag, der hier am besten passt. Ja, Mittwoch war immer mein Lieblingstag, aber ihr seht, jetzt muss man halt alles nur noch hinrotzen. Das ist alles hier, keine Ahnung, immer noch Eingewöhnung da. Ich stehe wieder vorm Fenster, ich kann gleichzeitig rausgucken. Habe jetzt das auch schon zum zweiten Mal aufgenommen, weil ich beim ersten Mal gesehen habe, die Kamera hat gar nicht aufgenommen. 20 Minuten frei reden ohne Ergebnis. Jetzt Wiederholung und ich würde sagen, wir ziehen einfach durch. Die Zeit rennt weg und deswegen Video Start, Highlights der Woche, let's go! Angefangen hat die Woche hier beim Lenzhardt mit einem Shiny Rattan in Hagen, Nordrhein-Westfalen. Wenn ihr also mal den Lennart besuchen wollt und er aus der Nähe Hagen kommt, schaut mal vorbei. Es weiß ja keiner, wie er aussieht. Das ist also der mit der Maske, der immer durch Hagen läuft. Geht da mal hinterher und fragt, ob er zart ist und dann wisst ihr Bescheid. Shiny Rattan beim Lenzhardt. Prinz! Haut uns hier das 100% Shaman raus und eigentlich müsste das schon der Schocker der Woche sein, denn wie oft kriegt ihr denn Shaman? Im Normalfall kriegt ihr einmal eine Forschung, habt einmal die Begegnung mit Shaman, könnt das fangen und dann habt ihr entweder ein gutes oder ein schlechtes, ein mysteriöses aus der Spezialforschung in 100%, ist also immer ein richtig heftiges Teil, egal ob das gut oder, also egal ob das brauchbar ist, nützlich oder unnütz. 100% Shaman ist ein Kracher. Mittlerweile könnte man aber schon 4-5 Shaman haben und den Schocker der Woche, den ich heute für euch vorbereitet habe, der toppt sowieso alles. Auch wenn man da wieder mit Wahrscheinlichkeiten und Prozenten rechnen kann und dann wieder alles aushebeln, aber das fand ich nicht so extrem genial wie das, was dann Schocker der Woche wird. Trotzdem ist das auch schon krass. Findet ihr, das ist Schocker der Woche, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ist auch nicht auf dem Hauptaccount, ist nur auf dem kleinen Account. Aber macht es deswegen nicht weniger fett. So, Blood and Tears. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, das zu löschen, weil ich gesehen habe, dass ich das nochmal habe. Deswegen überfliege ich es einfach und gehe gleich mal zu Pupsi, dass wir beim zweiten Mal, wenn wir den Screenshot sehen, nochmal drauf eingehen. Pupsis Ausbeute vom Quest Day sind 15 Flunschlig, egal ob Gala oder normal, 15 Stück bekommen, aber 3 Stück hatte sie glaube ich schon, also 12 Stück am Flunschlig Quest Day bekommen. Ich habe 4 Stück bekommen, sie hat 12 Stück bekommen, muss man ja wieder die 3 abziehen. Da seht ihr schon mal die unterschiedliche Verteilung, wie man da Glück hat oder eben nicht so viel Glück hat, aber egal. Ich habe 2 von jedem bekommen, hat mir gereicht. Pupsi hat ganz viel, weiß gar nicht mehr wohin damit. Lenzhardt, weiter, den gibt es als Shiny, Schnuthelm in Shiny. Wurde natürlich zum GoFest eingeführt letztes Jahr weltweit, wo wir in Gera waren. Genau wie Laukaps, das sind ja auch die 2, die diese Tauschentwicklung haben oder eben teuer sind. Jetzt hat er auch eins, hat sich gefreut, dieses Gelbe sieht auch sehr gut aus. Mirapla erlöst aus dem Krypto zu einem 100er, immer noch beim Lenzer, dann wechseln wir zu Aluhut mit dem 100er Menki, Shiny Rotomurf, Shiny Charmian, 100er Litomif, Shiny Krypto Lavita, immer noch Aluhut, genau wie Flunschlick, Tarnpignon und seine Ausbeute nochmal vom Quest Day, hat auch beide bekommen, mehrmals Shiny Pantimimi gebrütet, Weilmar in Shiny abgesahnt. Dann habe ich ein Z-Day-Ticket für den Quiekel Z-Day bekommen vom Heiko. Also ihr kennt ihn vielleicht unter Fanrate Go AMK, mittlerweile hier FVN 2018 AMK. Danke für das Z-Day-Ticket. Die 1 Euro sollte sich also jeder gönnen, immer wenn Z-Day ist. Das muss schon drin sein für das Hobby. Aber eigentlich dürfte man nichts mehr kaufen, aber über das Z-Day-Ticket würde ich mich halt trotzdem immer freuen und mir das zulegen. Jenner, 100er Dicta, 100er Landtouren, 100er Bidiza, Shiny Driftlon, Shiny Nagelotz, Bitora, Kabutoro. Kabutoro auch nochmal groß gemacht, weil das ist, was mir noch fehlt. Habe ich noch nicht. Mal gucken, ob es heute in der Raid Mania kommt oder es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Ich glaube, der nächste Raid Boss Wechsel ist
nächste Woche Dienstag, genau da, an dem einen Tag, wo ich nicht da bin und nach Hibu muss zur Wohnungsübergabe, genau da ist Raid Boss Wechsel. Passt also wieder perfekt. Dann Jenaya mit ihrer Ausbeute hat auch 12 Shinies bekommen. Glückwunsch dazu, auch beides. Tarnpignon, das Shiny ist von vorne nicht gut zu erkennen. So sieht es nämlich aus, wie immer, hat ja hinten den roten Hinterkopf. Müsst ihr drehen, dann seht ihr, der ist plötzlich lila, aber ist ein Highlight, sodass man es erstmal nicht erkennt. An dem Shiny-Symbol im Boiler kennt man es immer, wenn ihr das so drauf habt und dann vielleicht überrascht seid. Rotomurf Shiny hat sie auch mitgenommen. Mark niemals, wieder mal Legende erreicht. Wer die Meilen-Videos gesehen hat, weiß ja, Legende, Mark, ne? Hat hier 1230 Kämpfe gemacht, 675 Siege, längste Serie 10, 3121 Punkte und ist auf der, ich denke mal, Weltrangliste ist das, 370. Platz 370, da stehen auch immer die Battles dabei und die Punkte, mit denen er eingestiegen ist, vielleicht steigt er noch weiter auf. Hat natürlich auch wieder das Wrestler-Pikachu bekommen, nicht den Shiny, aber normal. Ich habe das, glaube ich, auch einmal oder zweimal, denn es gab ja mal das, dass man ohne Punkte nur Rang 20 erreichen musste und dann ein Wrestler-Pikachu bekommen hat. Und daher habe ich meins. Ich glaube, das ging aber sogar zweimal, also vielleicht habe ich sogar zwei, oder nicht? Vertue ich mich da? Gab es das nicht nochmal? Dass man zweimal ohne das Punktesystem hinten rausarbeiten kann. Das war zwar dann nicht shiny möglich, aber Mark erreicht wahrscheinlich jede Season den Legendenrang, bis er dann auch irgendwann das Shiny hat. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, weil das ist dann was, was verdient ist. Er arbeitet sich da immer heftig durch. Timo! Timo ist viel unterwegs, wie man sieht. Timo reist. Timo hat hier 100% Bundle B auf Level 50, 100% Fruyal auf Level 50, das habe ich noch nicht mal entwickelt, 100% Stallobor auf Level 50 in Shiny. Mann, hat der ein Mehl und ach Mann, muss der viel spielen. Das ist ja richtig brutal. Glückwunsch an Timo. Da gehen wir schnell weiter und gucken mal beim Pogehander. Der hat nämlich auch ganz viel bekommen. Pogehander für Raider Mittwoch. Nochmal ein dickes Danke an Sarina für das 100er Xeneas. Und das Kabutoro war ein Duo mit dem zweiten Account. Hat hier also 100er Mushas, Habitak, 100er Xeneas aus dem Glückstausch mit Sarina, wie gesagt, bekommen. Shiny Flunschlick, Waumbo Litomyth, Shiny Dicta, Shiny Lavita Krypto und eben das Kabutoro. Hier seht ihr auch nochmal das Duo, was sie gemacht haben. Er mit dem zweiten Account. 180 Sekunden Restzeit. Da nochmal das Xeneas von der Sarina getauscht. Krömmhild. Mittlerweile wohnen sie auch in Meiningen, wie ich gesehen habe. Koselinchen hat uns hier ein Lampi geschickt. Ladybar 100% Shiny Rotomurf, Shiny Hypopotas, auch noch von Koselinchen. Dann kommt Borki um die Ecke mit dem Zapdos. Schon länger nichts mehr verramm geschickt. Gala Zapdos, wo einige immer noch keins gesehen haben, geschweige denn gefangen haben. Er hat eins. Habt ihr auch eins? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist auch was Besonderes und deswegen wartet mal auf den Schocker der Woche. 100% Shiny, nein, 100% Krypto Kikli. Sowas ist in den letzten Wochen immer Schocker der Woche gewesen, weil 100% Kryptos einfach mega brutal sind. Kikli sieht auch sehr gut aus, wie eine Kartoffel, da freue ich mich immer. Hat aber nicht gereicht, denn der Schocker der Woche ist ja was ganz anderes. Weder Krypto Kikli noch Shaman noch sonstiges. Was ist denn das? Du stehst wieder am Fenster und guckst hier raus und denkst, was, als ob jetzt um die Uhrzeit jemand Pizza liefert, aber vielleicht hat er sich auch einfach selber was geholt und tut das mit Boxen rumtransportieren. Ja egal, lasst euch nicht ablenken, denn Garados Pro hat auch ein Gala Zapdos hier mitgenommen. Schöner wäre es sowieso, wenn man sitzen könnte und wie in Hibu auf dem Stuhl, an einem Tisch, im Sitzen. Geht aber nicht mit dem Kameragestell, da fehlt ein Bein, deswegen muss das immer irgendwo angelehnt sein und kannst das hier nirgendwo anlehnen. Du stehst jetzt immer vorm Fenster. Hier haben wir beste Legendär, Best Buddy und geile Pokémons, ne, mit Best Buddy Badge auf 2,9. Ziemlich hohe WP, wenn du das so gefangen hast, dann war das richtig Glücks. Also richtig Luck, richtig Lucky. Weil je höher das Level, desto schwieriger sind die zu fangen, denke ich mir. Weil der Kreis dann auch natürlich viel röder und brutaler wird. Und wenn die so Level 1 sind, hast du die beste Chance, das zu fangen. Hofft also immer auf was Kleines. Dann haben wir Sarina ihre Übersicht jetzt hier. 100% Shiny, Gala, Flunschlick. Haben wir hier auch nochmal drauf in groß. Was
eigentlich auch Schocker der Woche sein müsste, werden könnte, wäre so ein Kandidat. Denn erstmal aus der Quest randommäßig 100 IV zu bekommen, da ist schon mal was wert. Randommäßig einen Shiny zu bekommen, ist was wert. Und dann diese Kombination aus beiden, random 100% IV Shiny, ist was richtig krasses, was richtig fettes. Ist aber nicht Schocker der Woche. Sie hat auch hier noch ein 100er Lavita mitgenommen, 100er Abra, Dusselgur, Litomilf und dann Shinies mit Rotomur, Funfi, Quaff Waff, Bitora. Plus 100% Rotomurf aus der Quest. Glückwunsch also dazu nochmal, das ist sicherlich ein Erinnerungsstück, was bleibt. Tobias R., der löst mittlerweile den Selal ab, weil Selal war immer der 300 Bilder geschickt hat. Jetzt kriege ich von Selal plötzlich nur 10 Bilder, dafür von Tobias viel mehr. Hat ja auch Shinies. Capotoro, Hondio, Weimar, Tarnvignon, Bidiza, Staralili, Habitak, Muschas, Rotomurf, Iguana, Lampi, Castelliff, Shigi, Haspiror, Flunschlig, Sandan, Lavita, Schalkwap, Yorklef, Jirachi und dann 100er, Tarnvignon, Dresella, Lavita, Lilmini, Bitora, Weilord, Flunschlig, Elfun. Ihr könnt ruhig vorher ein bisschen aussortieren, wo ihr sagt, ah, das finde ich nicht so krass, das finde ich krass, aber ansonsten ist eigentlich jedes 100er oder jedes Shiny ist ja eigentlich was Besonderes, aber Tobias hat halt immer viel Glück. Das liegt wohl am Namen. Paco, in den letzten 4 Tagen 4 Schillernde gefangen, so sieht das aus. Der Goldklump Nasknet ist auch dabei, Rest lassen wir jetzt mal gehen. Paco, schöner Trade mit Mario Kilian. Ein 100er Rotomurf bekommen im Lucky Trade, im Glückstausch, war bestimmt random. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen garantierten Glückstausch für Rotomurf nutzt. Aber irgendwie muss ich gerade an Tanzverbot denken. Super Mario Co. Mario Kilian. Wegen Kilian, ja, wegen dem Namen wahrscheinlich. Grüße gehen raus an Super Mario, ja, an Mario Kilian, dann Paco, zweites Nundo, Shiggy, mitgenommen, Maggie, Capotoro, Shiny, Flunschlig Shiny. Und ich sehe da wieder 2 zu 2, diese Verteilung wie beim Ramses, 2 Galas, 2 normale. Kaiser Kai auf dem Weg zur Arbeit gefangen, hat es sich gelohnt zu gehen, Baldorfisch, Shiny, dann die Kaiser, die Schwester, rausgeholt. Meine Schwester hat jetzt schon 200er nach 15 Raids, ein sogar XXL und ich habe noch nicht mal das Shiny. Jetzt muss ich mein Bein hier auf das Sofa stellen. Es ist so warm hier, es ist, ja. Also nach 15 Raids 200er, ich bin jetzt bei 150 Raids oder so, habe noch keinen 100er, habe auch noch keinen Shiny. Mal gucken, ob die 5 Einladungen in der Raid Mania heute den Sack zumachen. Meine Ausbeute vom Quest Day. 3 Flunschlicks mitgenommen und dazu auch Haspiror und Baumball. Ich sehe leider kein normales Flunschlick, nur das Galar. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Litomyth in Pokémon Go. Wer weiß, wie lange der schon darauf wartet. Quest Day Ausbeute Flunschlick 3 bekommen. Damit 894 WP, Galar 1 davon ist schon älter. 2-2, aber 1 war schon, also 2-1 plus das alte passt. Hauptsache 2 neue. Lecho, auch hier, Flunschlig, Shiny, Gala, 98, Zähneputzen, Weimar, Wahl, Sören, aus der Quest auf dem Hauptaccount, ein Alola Kokowai in Shiny, auf dem zweiten durch Tausch, 100er Stalobor. Zum Sonntagabend einfach mal blau machen, das passt zum Sören mit diesem Dick da. Margo FedEx hier, Shiny Capotoro. Margo FedEx, 100% Capotoro. Bei ihm denke ich mir auch immer, der hat so viel Mehl. Der hat auch gefühlt, immer wenn ein Legendäres reinkommt, schickt er für die Mittwochsfolge das Legendäre als 100er. Der kriegt also, entweder raidet er so viel, oder er raidet gar nicht so viel, hat aber einfach so viel Mehl, dass der alles einfach immer als 100er bekommt. Das kannst du nicht gezielt suchen, du musst Glück haben. Gano will 100% Marco FedEx. Das kannst du nicht gezielt suchen. Du musst Glück haben beim Brüten. Also er raidet gar nicht viel. Er schlüpft ein Ei, er macht ein Raid alles täglich und dann kommen die 100er hinterher gerannt. 100er Gano will auch sehr fett. Flunschlig 100% aus der Forschung vom Quest Day. Hast du nicht gezielt gesucht?
ist randommäßig einfach 100% gewonnen. Marco hat das Glück gepachtet. Ansonsten auch 12 Shinies bei ihm. Ist also dann auch wie bei Pupsi, wie bei Shedaya, Tison hier. Eins habe ich aus der heutigen Forschung, Shiny Rotomurf. Und das, ich finde das Event super, Shiny Baumball mitgenommen. Dann ist der Lal, der wie gesagt halt momentan irgendwie viel weniger schickt. Aus dem Tausch von Jason aus Selm. Ich dachte, Jason aus Selm ist sein Account. Wer ist denn Selal jetzt hier, hä? Wenn er nicht Jason aus Selm ist? Das ist aber interessant jetzt. So, 100er Knackleon, Shiny Knackleon, eigentlich C-Day-Pokémon, aber wegen den Bildern erinnert mich an Lennart so, zum Zusammengeschusterten nehme ich es mal mit rein. Shiny Weimar noch mitgenommen, erlöst es 100er Kramurks, dann sehen wir die Becks, Street Boys, dann ein Pokestop in Japan, zeigt uns die Elke, weil das so ein Pokémon-Sender ist, offiziell, mit einem Milotic, einem Pikachu drauf, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Benjamin zeigt uns auch sein Shaman, aber da gucken wir gar nicht hin. Es geht nur um den Duo-Rate unten, weil Shaman hat ja jeder IV relativ gut, aber trotzdem schlecht. Wir haben ja das 100er schon gesehen. Uns kann nichts mehr beeindrucken, außer es hat jetzt einen 100er Krypto-Shaman, das wäre dann noch besser. Duo nur mit Feuer-Pokémon, auch hier macht es der Proto-Boost easy. Boss hatte Zertrümmerer und Zauberschein. Ihr seht nur Feuer-Pokémon, ihr seht seine zwei Accounts und ihr seht vor allem noch ein Fußballspiel. 20. Minute und es steht 0:1. Dann der Boss ist besiegt, 67 Sekunden übrig, es steht immer noch 0:1. 24. Minute. Dann endlich Shiny Kabutoro, dann ein Duo mit Proto-Boost und der Boss hat Solarstrahl. Wir sind in der 75. Minute angelangt, es steht 1:4. Der Boss ist tot bei 77 Sekunden und das Spiel ist, ja, aus. Wo ist denn das Endergebnis? Das geht doch 90 Minuten, geht doch sowas. Du hast doch jetzt die 15 Minuten lang den Raid gemacht. Dann Quest Day auch von Benjamin hier. Hat auch seine Ausbeute da gezeigt. Hat hier noch einen Flunschlick, das normale, in Shiny bekommen. Plus auch in 100%. Das Gala wollte nicht, hat er gemeint. Thomas Speck mit dem Shiny Roto Murf. Lenzart und Ramses, beste Kumpel, wie im Real Life, wie soll es auch anders sein? Cumulus aus der Feldforschung, Shiny Rotomurf, dann Shiny Tangela wohl gestern aus der Spotlight-Stunde, Dusselgur, der Kleine, 100% erlöst, Cumulus Shiny Kabutoro, 100er Unratytox, Dr. Best zeigt uns schon mal die Rocket Raids, weil da ist Megaramus und da hinten ganz groß einfach das R. Ist das schon eine Ankündigung? Mein erstes Kikugi aus der netten Forschung. Der hat wohl zu viel V-Plus getrunken. Weltdienst V-Plus mit der Forschung. 100er Kikugi. Was ist denn hier los? Shiny Muschas. 100er Rotomurf. Gerade in der Wildnis bekommen beim Henry Herford. Genau wie aus der Feldforschung das Shiny Griffel. Und ein 100er Mabula auch aus der Wildnis. Der Teufel höchstpersönlich, Julian Eisenstein. Fängt ein Papunga mit 666 WP, habe ich auch gesagt. Nenn es doch einfach Julian, aber genauso auch geschrieben. Dieses CHR wie bei Holzbalken ist das jetzt der Julian. Grüße an Natururin an der Stelle. Brainy Stendal, hier Shiny Weilmar, Balu, 100er Kabutoro. Glückwunsch auch dazu. Auch seht ihr, dass die 100 wieder in den Namen mit eingebaut wurde. Dann zweimal Cliff gemacht. Zweimal Labita Crypto Shiny bekommen, ist eigentlich auch ein Schocker der Woche. Aber ich habe was anderes für euch. Dann haben wir noch den Benny 143 mit dem 100er Rotomurf und die Feuerwehr Fra. Die hat auch alles bekommen vom Flunschlick, Quest Day Plus, Litomyth und Rotomurf. So, diesmal hat die Aufnahme hoffentlich geklappt. Hier und hier. Und jetzt kommen wir doch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt heute von, haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute, Endgamer. Das Bild hat mir Balu geschickt, das ist ein Kollege von ihm, der mich jetzt auch geaddet hat auf dem Hauptaccount mit den zwei Endgamer-Accounts, also er und die Freundin oder irgendwie so. Ich habe es auf jeden Fall erstmal angenommen, mal gucken, was das ist. Ist nicht nur neu in der Freundschaftsliste, ist auch bei Raid am Mittwochs, erste Mal dabei und direkt Schocker der Woche, Endgamer.
ein Galla Lavados in Waldbronn, Baden-Württemberg, gefangen. 1267 WP in 100%. So viele Leute haben noch nie ein Galla Lavados gesehen. So viele Leute haben eins gesehen und konnten es nicht fangen. Ganz wenig Leute haben eins gesehen und haben es gefangen. Und so gut wie keiner hat einen 100%igen Galla-Vogel. Wenn ihr jemanden kennt, der einen Vogel hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, meiner Meinung nach, das schockt mich am meisten, Endgamer mit dem 100% Galla Lavados. Das war's von den Highlights der Woche, vom Schocker der Woche. Es blendet so extrem, vor diesem Fenster zu stehen. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Ich möchte mich gerne setzen. Mein Rücken tut auch weh. Denkt dran, heute Abend 18 bis 19 Uhr ist die Raid-Stunde. 18 bis 18.30 Uhr bin ich live, ihr könnt mich einladen, 5 Raid-Einladungen kann ich annehmen, ihr könnt Raid-Mania-Punkte verdienen. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann wieder, es macht so einfach keinen Spaß, aber trotzdem, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und bis heute Abend in der Raid-Mania und ciao.